Hallo, guten Morgen, es ist 9 Uhr Samstag. Ich gehe gleich runter in den Laden. Erstmal wird gefrühstückt. Ja? Noch Zeit zum gemütlichen Frühstücken auf alle Fälle. Ja, ich glaube, ich werde mal auch so Erdhöhlen mal notieren. Ja. Zwergenlandschaften, so was das ist so nicht toll für, ja. Was für Kinderbücher gut ist halt. Ich dekoriere und dann geht's hoffentlich los. Erster Akt heute definitiv der Kamin an. Muss sein. Zweiter Akt heute Holz sägen. Ich will heute ein bisschen hier unten sein, Präsenz zeigen. Ich habe die Vermutung, dass wenn ich nicht hier unten bin, nur der Zettel dran ist, dass keiner klingelt. Das macht einfach keiner. Warum auch immer. Heute ist Samstag, heute haben sie alle frei. Heute ist ein schöner Tag. Hoffentlich kommen ein paar. Ja. Ja, nee. Was? Ach, danke. Danke. Hör doch schon wieder Bubbel. Ach, jetzt hör auf. Ich bin noch da. Jetzt bin ich da. Ist ja bald mehr. März. Aber eine Kundin, die wollte heute kommen. Da muss ich warten. Ja. Hoffentlich kommt die auch. Brühl, immer stets verlässlich, der ist jeden Tag da. Na gut. Ich schlachte mal ein Vorderrad. Wie man sieht, ist es kein Vorderrad. Es ist ein Hinterrad. Jetzt lassen wir mal die Luft ab. Ziehe den Mantel runter und dann besorge ich mir genau die Felge, den Felgenring wieder und werde das einfach umspeichern. 7-Gang-Schaltung, Marathon-Plus-Bereifung, hier ist alles noch gut. Wäre schade drum. Hallo. Danke, gleichfalls. Jetzt bringe ich noch die Kleinteile hier ab. Zahn kann es auch ab. Na, das sieht noch gut aus. Jetzt noch weiß das Fett. Also kann man die drauf lassen. Hier so Bremszüge kaufen, einzeln. Ja. Willst du nur den Innenzug haben oder mit Hülle? Also. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein, was ist denn da der Unterschied? Was gibt es denn für einen Unterschied? Vorne, der ist mir gerissen bei so einem alten Rennrad. Ja, da willst du den mit Außenhülle haben oder willst du den nur den Innenzug? Ja, ja. Die Außenhülle habe ich, also. Die ist noch okay, ja. Die ist noch okay. Stecke ich ja einfach da durch dann, ne? Und befestigst. Naja, wenn sie nicht verrostet ist innen drin, wenn du den alten Zug rausziehst und du siehst, der ist verrostet innen drin. Ja, dann solltest du die Hülle eigentlich auch tauschen. Ne? Ja. Wenn jetzt der alte Zug nur einfach so gerissen ist, dann ansonsten kratzt ja der neue auch da drin in der Hülle. Deswegen ist nur nicht. Stimmt. Ich habe den noch nicht rausgemacht, aber jetzt müsste ich gucken. Ja, naja, entweder 5 Euro so ein komplettes Set oder eben 2 Euro einen Innenzug einzeln. Ich nehme mal den Innenzug einzeln. Okay. Hallo! Alles klar? Ja. Super. Sehr schön. Ja, dein neues Rad. Ich hoffe, du bist einverstanden. Ja. Oder? Ja. Du, was sollte doch eins dran? Wie meinst du euch? Mit was soll ich? Was? Ich glaube, ich bin damit nicht einverstanden. Ach, scheiße. Ah. Oh. Hab, oh. Ich habe 28 Zoll gestellt. Du, ja, weißt du was? Aus Versehen. Ich habe mir letzte noch gedacht, er hat doch 28 gesagt. Habe ich gesagt, wa? Ja. Du verkraftest das. Ja, ich ärgere mich nur über mich selber, dass ich einfach nur. Ja, ist so. Na klar, verkraftigt das. Ich habe zwar hier irgendwo einen Strick zu hängen, aber den werde ich heute nicht benutzen. Nee, nicht deswegen. Noch eine Beerdigung. Nee, wollen wir nicht. Ach Mensch. Oh, bin ich ein Idiot. Ich habe das falsche Laufrad bestellt. Was nicht schlimm ist, aber auch
nicht gut. Ja, hier war das Problem, dass die Schraube hier nicht mehr hält und man das nicht mehr einstellen kann. Haha, XT-Bremsen. Endlich mal was Gutes. Darf ich verbauen? Da bin ich richtig glücklich drüber. Okay. Es ist total kalt hier. Nö. Was nö sagst du, ey? Friere. Du bist ja gerade gekommen. Hier ist richtig kalt hier unten. Und damit ihr mir glaubt, hier könnt ihr ja nochmal Thermometer. 4 Grad. Fast 5. Es ist kalt. Es ist wirklich kalt. Schon wieder überall. So, jetzt holen wir erstmal was Warmes zu trinken. Idiot, falsch bestellt. Egal, jetzt ich hoch und trinke erstmal einen Tee. Mensch, schon heißer Tee kann ja schon heiß sein. Trinkbar ist er jetzt. Jetzt fege ich kurz die Treppe ab und dann. Dann schauen wir weiter. Ja, wieder auf. Oder was? Zeit. Hä? Super. Ja. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Bremsbelag. Mal wieder. Das war's. Mal für die Kamera. Was hat der Kollege da vorne gesagt? Hat Zeit. Er hat Zeit. Wie heißt der? Der Tommy. Der Tommy hat Zeit. Der Tommy heute. Hat Zeit. Okay, das hat er doch gesagt. Na, er hat Zeit, er hat Langeweile, ja, aber hier kommt ja keiner. Moin. Ich muss mich erstmal aufwärmen, das geht so nicht. Das ist echt schweinekalt. Ich bin immer schwarz im Gesicht. Das weiß ich vom Arbeiten. Kein Klischee, man fasst sich ab und zu im Gesicht an. Und dann sieht man halt so aus. Ist das kalt? Ist das kalt? Nicht wundern, dass ich das immer wieder wiederhole. Es ist immer wieder wahr. Deswegen habt bitte Verständnis. Fertig. Am Schnitt brauche ich 9 Minuten für sowas. Jo, ich mach mir gerade einen Einkaufszettel, was ich noch einkaufen muss heute. Auf alle Fälle Brühe. Brühe ist ja was wirklich Tolles. Hackfleisch. Wieder für eine Stunde. Jetzt muss ich aber langsam mal einkaufen gehen. Wäre schön, wenn Dennis kommt. Kann er mich kurz vertreten, dann gehe ich einkaufen. Na dann, fangen wir mal an. Ich hab ihn warm. Er hat auch schon lange keine Pflege mehr erfahren. Ist der Zustand nicht mehr als so gut zu bezeichnen, ehrlich gesagt. Bezweifle, dass man das hier noch einstellen kann, das Rädchen. Und? Wofür brauchst du nur die Lupe, Alex? Ja, ich bin blind.
Na, aber wofür brauchst du die? Naja, weil ich nähe ja wirklich oder mache oft so eine Sache. Also genau dafür, okay, wofür sie vorgesehen ist. Ja, dann ist ja gut. Perfekt auch zum Einfädeln, weißt du, alleine nur. Ja, ich fand das zwar ein bisschen albern, aber ich hab die auch so umgehakt und dachte mir so, ey, wer braucht sowas? Der Alex braucht sowas. Ja, mach mir jetzt schöne Suppe. Ja, mach mir eine mit. Ja, komm, in einem Schimmel kommst du. Reif ein Schimmel da. Klingelt. Ja. Das kann sich wundern, ich komme. Das Ende ist abgebrochen. So, das kann nicht funktionieren, also. Das muss schon gut fluffig laufen, du. No, Endspurt. Bei dem. Wundervoll, haben wir. Kürzen, Endkappe ran, fertig. Na? Zu spät, mein Freund, zu spät. Das sind jetzt 37 Minuten Verspätung. Was? Wieso das? Hast du gesagt 15 Uhr? Ich habe nämlich auf Ablösung quasi gewartet schon. Ich wollte ja noch eine Suppe machen. Was wolltest du eine Suppe? Ich wollte heute noch eine Suppe machen. Ich muss ja für die da oben kochen irgendwie. Ist das jetzt hier das letzte oder hast du noch was? Das ist das letzte. So günstig. Wenn ich hier einfach so einen Ofen setzen. Ja, muss ich denn überhaupt da sein, oder? Nee, du kannst so wieder gehen. Tschüss, Dennis, war nett. Ich muss halt einkaufen, deswegen wird es schon vielleicht schön, wenn du einen kurzen Moment da bist, ja? Ein bisschen Unterstützung wäre schon nett. Da kann aber auch der Reifen hier sein, da hat ein Hund gegen gepisst. So, ich gehe jetzt einkaufen, also ich gehe zu Lidl. Ja. Und hol schnell ein paar Sachen. Ja, gibt es hier der Quellekatalog, wa? Ja. Kenn ich hier. Ich dachte, man kann aus Ostzeiten. Ja, natürlich. Ja. Viele Sachen aus der DDR drin. Natürlich. Viele. Ja. Wir haben ja viel für den Export gebaut. Tatsächlich. Zum Beispiel auch Wolfgang. Das ist mir wohl ja nicht. Aber das sieht ja fast so aus wie der Rolli. Wie der Trolli. Ja, auch Trolli hieß ja. Und du hast ja daneben, du hast ja daneben die Kataloge aus dem Konsum-Warenhaus, ja, was man bitte bezahlt hat. Ja, ja. Ja, dann werde ich wohl auch langsam mal rinräumen. Ja. Ja. Für heute. Na, schau mal einer an. Innerlich triumphiert sie. Jubilieren. Triumphieren. Na, lass sie mal, das ist schon in Ordnung. Ja, kann ich schlafen. Also, ich habe gestern noch mal eine E-Mail bekommen. Ups, Entschuldigung, habe ich erst abends gesehen. Von eBay. Mist. Jetzt habe ich mich ja nicht eingeloggt. Jetzt logge ich mich noch mal ein. Ich zeige euch jetzt auch noch mal. Da steht nämlich drin, warum jetzt tatsächlich, warum das Angebot gelöscht wurde. Kann ich euch nochmal vorlesen. Und zwar, ich habe einen Preisvorschlag erhalten. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das beachte ich jetzt mal. €500. Für die Battle-Armband trägst du das? Ist ja wohl ein Witz. Was ist denn da jetzt? Was hat er gesagt? Was ist das Goldpreis? Nee, hab ich vergessen. 28,3 mal 20 mal 14. Ist ja nicht mal Goldpreis. Weiter. Also, ich habe eine Nachricht bekommen gestern von eBay. Vielen Dank für Ihren Anruf zur Entfernung Ihres meißen Porzellankatalogs. Die Löschung richtet sich nicht gegen Sie persönlich, sondern nur gegen bestimmte Artikel, die wir auf unserem Marktplatz nicht dulden.
Die Löschung richtet sich nicht gegen mich persönlich. Das ist sehr nett von denen, dass sie mich nicht persönlich auslöschen wollten. Das ist schon mal schön, wa? Das ist so formuliert zu wissen. Sondern nur gegen bestimmte Artikel, die wir auf unserem Marktplatz nicht dulden. Ich habe den Sachverhalt für Sie überprüft. Das brauchen Sie ja nicht für mich überprüfen, das sollten Sie für sich überprüfen. Jetzt der zweite Satz enthält einen Fehler. Ihr Angebot wurde aufgrund einer aktuellen gerichtlichen Auseinandersetzung im Hinblick auf den Schutzbereich der Marke Meißen entfernt. Aus Ihrer Angebotsbeschreibung ging hervor, dass es sich bei dem von Ihnen angebotenen Artikel nicht um ein Produkt der staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen handelt. Ja, weil es ja ein Katalog ist. Sprich, er ist nicht aus Porzellan. Es ist trotzdem, nein, ist es nicht, weil produziert wurde er zeigt die Produktpalette, aber produziert wurde er in einer Druckerei und nicht in einer staatlichen Porzellanmanufakturmeißen-angehörigen Druckerei. Das ist richtig. Und deswegen wurde der entfernt, der Artikel. Ich darf ihn aber in eine andere Kategorie einstellen. Ich habe ihn aber in der Hauptkategorie, wie gesagt, hatte gestern schon gesagt, Kataloge eingestellt. Oder vorgestern hatte ich gesagt, Kataloge, da habe ich ihn eingestellt. Und als Nebenkategorie ging das immer noch, dass man natürlich Meißenporzellan, dass man da als Sonstiges, in der Kategorie Sonstiges bei Meißenporzellan einstellt. Ich bedanke mich jetzt schon für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen ein gutes Wochenende. Mit freundlichen Grüßen, eBay Kundenservice. Mitzi, auch wieder da. Lange nicht gesehen heute, noch gar nicht gekuschelt. Ja. Ratte. Ratte, 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 Ratte. Du bist die Ratte. Du bist meine Ratte. Bist du meine Ratte? Ja. Das ist meine Ratte. Meine Ratte hat wieder die Höhle gefunden. Hier. Hat sich wieder verkrochen. Ja, wie gesagt, das ist, die Story ist erledigt. Die ist, Geschichte, wie auch immer. Ich hab das jetzt. Für mich ist das erledigt. Ist erledigt. Also es ist nicht so, dass man Meißen nicht einstellen darf. Wohl, also nicht so, wie er gesagt hat, hier dieser Erste, den ich am Telefon hatte, der meinte, man darf keine Artikel von Meißen einstellen. Das ist Quatsch. Also irgendwie haben sie gerade Ärger wohl. Aufgrund einer aktuellen gerichtlichen Auseinandersetzung im Hinblick auf den Schutzbereich der Marke Meißen, was auch immer das jetzt gerade ist, das würde ich natürlich auch gerne wissen, was das ist, aber das werde ich nicht erfahren. Und deswegen ist das noch ein bisschen schwierig, sind sie da sehr streng jetzt wohl im Moment. Also man darf natürlich nach wie vor Maisprodukte verkaufen. Auf eBay ist jetzt nicht so, dass sie ausgeklammert sind, so wie kubanische Zigarren. Die darf man ja nicht verkaufen, also kubanische Produkte oder so. Ja, das habe ich mal erfahren, dass das wohl nicht gewünscht ist bei eBay. Das amerikanischer Marktplatz und Kuba und so weiter. Wie auch immer, ob das stimmt, weiß ich noch nicht mal. Man muss ganz doll mit den Kategorien aufpassen. Tatsächlich. Ja, deswegen. Wie auch immer, das war nochmal dazu. Jetzt wollte ich habe ein Paket bekommen. Tada! Ja, das ist neu. Aber das haben sie vorher getestet, das ist nämlich falsch rum in der Packung drin. Schaut mal. Also offen. Es ist auch offen. Na gut, offen kann es ja sein. Wahrscheinlich haben sie meine alte B2111. 11102. Nee, das. Ihr bräuchtet wahrscheinlich. Oder auch ein Austausch. Retoure. Aus, ich probiere aus. So, ich konnektiere.
Oh nee, tut mir das nicht an, nee. Bin ich jetzt bescheuert oder was? Jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Das funktioniert nicht. Nee, das ist ja voll albern. Zeig gleich keinen Bock mehr, ey, echt, also wirklich. Oh, ich geh mal kurz um Jottes Willen. So, mal ab. Es lädt. Gott sei Dank. Es lädt. Wie, hat er auch schon mal funktioniert? Das alte. Ja, klar, hat das mal funktioniert. Ich meine, das sind nicht nur irgendwelche Attrappen. Das sind keine Dummies. Du siehst furchtbar aus. Naja, also wie gesagt, erstmal, es lädt, ne? Ich gehe irgendwie. Oh, Mensch, da ballert das Licht. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Ein Fahrrad. Aufgabe erfüllt. Licht funktioniert nicht. Wir schrauben auf. Und schauen, die ist durchgebrannt. Jetzt einfach, das kostet 1 Euro. Vorne, die kostet mehr. Die sieht auch durch aus. Ich messe die mal durch. Bei der kann man das immer nicht genau sehen. Da kriegt nichts mehr, die ist auch durch. Okay, dann machen wir 2 neue Glühbirnen. Das ist simpel. Funktioniert wieder. Das ging schnell. Super, das haben wir. Jetzt warten wir auf die gute Frau und gucken, wann jemand da ist. Bitte Nacht platt werden. Na, das ist ja auch über Nacht platt geworden. So, du hast es abgestellt und dann ist es so langsam rausgeht. Genau, also das muss passiert sein. Auf dem Nachhauseweg, quasi kurz vor der Haustür. Ich hatte das schon öfter. Also wenn ich einen Platten habe, dann in der Regel eigentlich früh morgens. Ah, warte mal. Ja. Aber das ist vielleicht das andere. Schau an. Das wird braunet. Das kann man ja nicht sehen. Kann man ja nicht sehen. Kann man nicht sehen. Hier, wenn ich das hier aufploppe. Hier, da. Boah. Ein Kristall. Ein echter Kristall. Kristallit. Das wird es wohl gewesen sein. Jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen und mache für heute Feierabend. Das ist 20 Uhr und eine Minute beim nächsten Ton. Piep. Und jetzt wird wie jeden Abend noch geschnitten, natürlich. Danach lade ich das hoch, das Video. Und dann könnt ihr euch das anschauen, das, was heute so passiert ist. Positiv war heute auf alle Fälle, dass der Akku da ist und er lädt sogar. Hier, da ist er nochmal. Ja, er leuchtet. So muss es sein, auch wenn man es bewegt. Muss es geladen werden. Ja, morgen habe ich frei. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Ich habe ein Kind weniger hier zu Hause. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Das ist auch ganz, mal ganz angenehm. Morgen ausschlafen, stressfrei. Vielleicht was frühstücken gehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns auf alle Fälle morgen, und wenn nicht morgen, dann sehen wir uns auf alle Fälle übermorgen. Also wenn morgen gar nichts passieren sollte, naja, dann habe ich halt nichts erlebt, ja, außer Langeweile und ein bisschen Entspannung. Und dann sehen wir uns halt übermorgen, aber ich denke mal, wir sehen uns morgen. Morgen Abend werde ich noch was Kleines hochladen. Und wenn es eine kleine Vorstellung eines Rades ist, das habe ich ja schon im Petto. Ne?